Herzlich willkommen, ihr Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Tomodachi Live. Schön, dass ihr wieder angeschaltet habt an dieser Stelle. Ich sehe gerade, ich muss ein bisschen meine Kamera richtig positionieren. So, jetzt hat. Jawohl. So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, die Leute, zu dem neuen Part. Und ja, ich starte den Part mal ausnahmsweise nicht direkt in Tomodachi Live. Denn wir haben, wie versprochen, heute ein neues Mii, was wir hinzufügen. Dazu tun wir einfach mal unseren Mii-Maker starten, weil ich das generell ja mal Mii ganz gerne einfach dann Mii-Maker hinzufüge und nicht über, ja. So, ich will nämlich einen Mii als QR-Code speichern. So sieht's aus. Nein, ich will einen QR-Code einlesen. Das war das Richtige. So, da konntet man wieder hier einen kleinen Sneak Peek auf mein wildes Setup sehen. High Quality, diese Aufnahmen, wie das Ganze hier aussieht, ne? Das ist mein Streaming-Programm UBS, mit dem ich hier gerade meine Aufnahme mache. Und alles. Und hier könnt ihr meine Kamera sehen, in der man mich sieht. Ich bin im Fernsehen. So, und da ist der Code. Den scannen wir jetzt einfach mal ein. Und das hat da super geklappt. Ein neues Mii ist angekommen. Ich hoffe, es passt richtig aus. Yestria. Schreibt mir am besten mal in die Kommentare, wie man den Namen. Ich habe bisher den Namen noch nie gehört. Wie man den richtig auspresst. Ja. Der speist mir mal. Und wie gesagt, du bist jetzt einfach, ja, ab jetzt in Tomodachi Live drin, ne? So sieht's aus. Beziehungsweise noch nicht, bis jetzt bist du nur im Mii-Maker drin mit ein paar anderen Abonnenten Mies, aber du wirst jetzt eben in Tomodachi Live reinkommen. Das ist mein Plan. So, dazu tun wir mal den Mii-Maker beenden und starten auch ein Gleis Tomodachi Live. Dann schauen wir mal, wie das Ganze jetzt wird. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich habe ja gesagt, immer mal wieder alle paar Folgen tue ich mal neue Mies von Zuschauern rein. Und ich plane sogar noch was sehr, sehr Wildes, was jetzt aber noch nicht verraten will. Aber da werden auch noch Mies dazukommen. Mehr dazu aber eben bald. So. Also ich glaube, jetzt müssen wir das hier, weil hier bist du nämlich mal noch nicht drin. Gut, dachten ganzen Besuchern zwar mehr auch, aber wir müssen erstmal ins Rathaus gehen. Und dann können wir das darüber quasi, ne, so, neues Mii registrieren. Und sie zum aus Mii-Maker importieren, dann wird ein Zoo draus. Hat auch direkt rüber machen können, aber ist ja Wurst. So. Also. Yestria-Nehmer. Yestria. Es reimt mir auch über den Namen korrekt aus. Was okay. Ich da und sage, es ist Yestria. Ich hoffe, das passt. Ist nicht allzu falsch. So. Ja, das beißen wir alles so, wie es ist. Ich brauche mir jetzt noch einen Vor- und Nachnamen. Ist doch voll unnötig. Oder warte mal, ich glaube, ich probiere direkt mal den QR-Code hier in Tomodachi Live reinzuspeisen. Vielleicht ist dann da alles drin. Das ist irgendwie nur jetzt verloren gegangen. Probieren wir es halt mal so. So, QR-Code einlesen. So, jetzt nochmal Setup-Room-Tour, die zweite. So, aber jetzt gehen wir mal direkt zum Code. Tatsache. Ja, das Mii wollen wir erst neuen Bewohner registrieren, da so alles schon gemacht, dann machen wir das nächste Mal auch direkt über, weil hier passt halt auch der ganze Rest und alles. Also, wenn ihr mit Tomodachi Live direkt erst Mii da, dann wäre das noch besser. So, schauen wir doch mal den Charakter von Yestria an. Du bist also lebhaft, okay, erster Eindruck offen, Charakter intuitiv, vital, impulsiv, optimistisch, begeisterungsfähig. Und du bist eher so der Kumpeltyp, verstehe. Nächster Typ, der auch mit anderen, mit neuen Leuten sofort gut zurecht kommt, kann auch harte Arbeit als Bann Herausforderung sehen. Das klingt doch mal ganz gut. Du bist sicher, du wirst es hier in Gizeh Island gut einleben. So, stopp. Ja, mehr Mies brauchen wir nicht. Eins reicht erstmal. Dann besuchen wir dir doch einfach mal zuallererst einen Besucher, würde ich sagen. Habe es gehört? Wo auch immer du bist. Weiß gar nicht, was der Reihenfolge des überhaupt besogen wird. Aber du bist jetzt da. Hoffentlich ist das zufällig. Ah, du hast die gleichen Apartment mitgebracht, weil das ist, glaube ich, nicht das Standard-Apartment, ne? Das ist ja witzig, okay? Ich wusste gar nicht, dass es Tomodachi Live geht, wo gleich so ein Apartment und alles mitnehmen kann. Sehr cool. Ich bin
hier ist Tria und ich komme wirklich mit jedem gleich. Okay, hier wird das Tria ausgesprochen, aber ich weiß, ob das genauso falsch ist. Oder richtig. Ist mein Ebenbild in deiner realen Welt sehr ähnlich? Das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, weil ich so ein reales Ebenbild nicht kenne. Deswegen lassen wir diese Frage jetzt dann unkommentiert. So, okay. Also, willkommen dementsprechend auf GC Island. Du bist jetzt in Zimmer 206. Fühl das wie zu Hause. So, dann fangen wir nochmal mit den täglichen Visitenrunden hier von unseren Mies an. Und fangen wir an mit Pikmin und Cookie. Die sind nämlich gerade hier together in einem Room. Schön, dich noch einmal zu sehen. Ebenbild von da. Ja, was heißt nochmal? Inzwischen sieht man mich wieder öfter, ne? Guck, Pikmin ist das, glaube ich, ne? Dann war das Cookie der Pikmin. Heute ist tatsächlich ein sehr schöner sonniger Tag, also super Wetter hier im Real Life zumindest. Tatsächlich bin ich nachher sogar unterwegs, also ja, ich habe sogar was geplant, das sieht man mal, ne? So. Oh, Fabi hatte dieses wunderschöne Zimmer hier, was echt legendär ist, wie ich finde. Wer das nicht haben will, dem ist auch nicht mehr zu helfen, ne? Ja, guten Abend. In welcher Jahreszeit fühlst du dich am wohlsten? Welche Jahreszeit? Ich bin ganz klar, aber sowas von Typ Sommer. Ich liebe den Sommer. Kann man das Leben in vollen Zügen genießen. Winter ist viel zu kalt, Herbst ist viel zu schlammig und Frühling ist ja ganz wild. Aber ich mag Sommer noch mal, weil da kann man Pool und baden und alles und draußen sein, 24/7. Wäre so viel wilder. So, wir tun dir jetzt mal ein, ob jetzt habe ich weiß es nicht, komm. Ich will ja immer mal ein Lied machen, jetzt hast du auch mal ein Lied und dann machen wir es einfach mal. Was nehmen wir denn? Opa, komm. Du bist der richtige Typ für Opa. So, und diese Opa-Vorführung will ich mir natürlich nicht nehmen lassen, dass wir uns die gleich anhören. Ich bin gespannt. Das Ding ist, ich muss dann das zweite Mal auch wieder mitsingen. Das halten wir jetzt tatsächlich bei, diese Tradition, auch wenn die schlimm ist. Großer Schmerz, nichts bleibt zurück. Man kann auch bald eigene Lieder schreiben, das wird wild, ne? Wenn das dann irgendwann soweit ist, das wird cringe pur sein. Das Ende mit dem Nava langes Song war echt gar nicht mal so scheiße für jedes. Also bin ich selbst überrascht. So, das Thema ist, es muss selbst noch einmal singen, das wird cringe werden. Gehen wir erstmal einen Text durch. Wir müssen textlicher werden, ganz wichtig. Oh, großer Schmerz. Nichts bleibt zurück, nur Not und Pein. Ich wein allein, soll nun mein Schicksal sehen. Du kommst zurück, jetzt bist du hier. Warum? Ist einerlei. Dieses lyrische Meisterwerk. Ich weiß, wir zwei sind jetzt frei. Unser Glück ist nun greifbar. Leib und Liebe. Leid und Liebe, so sieht's aus. Also, ja, aufhören. Nein, das scannen wir uns jetzt. So, Leute, Ohren zu halten. In 3, 2, 1. Los geht's. Jetzt geht's los. Oh, großer Schmerz. Nichts bleibt zurück. Nur Not und Pein. Wein allein. Soll nun das mein Schicksal sein. Das war kackistig. Du kommst zurück, jetzt bist du hier. Warum ist einerlei? Ich weiß, wir zwei sind jetzt frei. Unser Glück ist nur greifbar. Na. Das Glück des Todes. Okay, also ihr merkt es, ich kann vieles, aber garantiert nicht singen. Deswegen wird ich auch einer von den paar YouTubern sein, die nie einen eigenen Song rausbringen werden. Weil ich kann es halt einfach nicht. Und diese Animal Crossing-Sing-Sachen sind hier, Animal Crossing-Sachen,
Ja, es will Spaß sein. Das ist alles schon cringe genug, okay? Und das reicht. So. Und mit dem Song von Fabi sage ich danke fürs Zuschauen. Mit dem cringe von Tom wieder zu live. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Macht's gut, bis dahin. Und ciao.